ich kann ihn nicht einfach abschieben in einem Rechtsstaat. Ich kann nicht einfach abschieben in einem Rechtsstaat. Völlige Eskalation gestern bei Maischberger. Claudia Roth dreht völlig frei und sie provoziert die deutsche Bevölkerung, indem sie Süleyman Atta'e, den Attentäter von Mannheim, sich dafür hier einsetzt, dass er erstmal nicht abgeschoben wird nach Afghanistan. Und da ist sie auf Linie mit Annalena Baerbock, ihrer besten Freundin aus der Partei. Aber bei Maischberger sind sich inzwischen alle einig. Von SPD bis zur AfD ist man sich einig, dass solche Leute wie Süleyman Atta'e aus Mannheim abgeschoben gehören aus diesem Land. Und Frau Roth erdreistet sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es hier schön zu reden, warum sie den Täter lieber in Deutschland strafverfolgen möchte und ihn nach Ende seiner Haftzeit dann frühestens nach Afghanistan schicken möchte, wenn es denn geht. Genauso sagte sie, wenn er denn verurteilt wird. Dieses Wenn, also Leute, katastrophale Sendung, kann man nur sagen, aber es gibt inzwischen Schützenhilfe von allen Seiten. Nur noch die Grünen sind gegen diese Abschiebungen und mit diesem Druck in diesem Land können wir die Grünen auch knacken. Wir knacken sie einfach wie eine Nuss und ihr alle könnt helfen dabei. Schaut euch meine Videos an, verteilt die Videos an Leute, vor allem an Leute, die immer noch denken, die Grünen wollen uns beschützen. Und wir schauen einfach mal rein, wie diese Sendung hier weiter eskaliert ist. Also Mannheim war grauenhaft. Mannheim war ein entsetzliches Verbrechen. Und natürlich bin ich mit meinem Gedanken und meinem... Sie redet hier zuerst über das Verbrechen in Mannheim und das sind widerwärtige Worte, die sie da gefunden hat. Ich zeige euch die nicht, sondern wir machen bei dem interessanten Teil weiter, wo es nämlich darum geht, ob wir uns solcher Probleme entledigen sollen oder eben nicht. Also allererst, dieses Verbrechen ist in Deutschland passiert. Ich finde, ein Verbrecher, der ein Verbrechen in Deutschland begangen hat, soll vor ein deutsches Gericht, soll in einem deutschen Verfahren dann verurteilt werden und soll seine Strafe bei uns absitzen. Das ist wichtig, denn stellen Sie sich vor, die würde diese Person jetzt nach Afghanistan geschickt werden. Würde diese Person, Frau Roth, das ist immer noch dieser islamistische Messerstecher von Mannheim. Das ist nicht diese Person. Ja? Man versucht hier gleich wieder die negativen Attribute einfach auszuklammern und den Leuten hier einen Bären aufzubinden. Ich brauche doch dann ein Verfahren, ich brauche einen Vertrag mit der jeweiligen Regierung. Und es ist richtig, dass Straftäter, dass Gefährder, die unseren Frieden in unserem Land gefährden, dass die zurückgeführt werden sollen, wenn es denn möglich ist. Zurückgeführt werden sollen, wenn es denn möglich ist. Nein, Frau Roth, diese Täter müssen zurückgeführt werden, egal wie und koste es, was es wolle. Um jeden Preis müssen wir diese Leute hier entfernen. Und alleine die Tatsache, man braucht hier eine Mitarbeit der gegnerischen Regierung und dass es ja hier keine Kontakte gibt zur Taliban-Regierung, da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass der deutsche Botschafter in Kabul und der deutsche Botschafter in Islamabad, also einmal in Afghanistan und einmal in Pakistan, beide Kommunikationskanäle haben, um eben Ausweispapiere für die afghanischen Ortskräfte zu besorgen, die man immer noch ausfliegt aus Afghanistan. Also die Bundesregierung, sie lügt hier und das hat sogar gestern in einer Talkrunde Herr Frey bestätigt von der CDU. Es gibt die Kontakte zwischen deutschem Botschaftspersonal und eben Taliban-Mitgliedern. Also es herrscht schon eine Art der Kooperation in diesem Feld mit den Taliban und diese Kooperation könnte man selbstverständlich ausbauen, um diese Leute hier abzuschieben. Das Einzige, was fehlt, ist der politische Wille. Und wenn man nicht will, weil man Deutschland hasst, dann kommt sowas raus wie bei Frau Roth. Also das aber, heißt nie nach Afghanistan, weil ja, da Moment, regiert die Taliban mit wem haben und mit denen da, kann man nicht reden. Mit wem haben wir es da zu tun? Das ist sozusagen das Zentrum des Islamismus. Es gibt kein... Ach so, Afghanistan ist das Zentrum des Islamismus, sagt Frau Roth. Und deswegen lassen wir alle Leute, die von dort geflüchtet sind, bei uns herein und prüfen nicht, wer gekommen ist, wieso er gekommen ist, was er für Hintergründe hat. Und vor allem fliegen wir weiter Ortskräfte aus. Und zum Thema Ortskräfte ausfliegen, nochmal dran denken. Die afghanischen Ortskräfte wurden alle kostenlos von der Bundeswehr ausgeflogen nach Deutschland.
Alle, die nach dem 7. Oktober aus Israel ausgeflogen werden mussten von deutschen Staatsbürgern, mussten sich Tickets kaufen vom eigenen Geld für Linienflüge. So viel zum Thema, die Deutschen sind so viel wert. Die Bahn, was ist Ihre Antwort? Nein? Ich sage, er soll hier vor das Gericht. Und es wird, wenn er denn verurteilt wird. Wenn er denn verurteilt wird. Anscheinend weiß Frau Roth schon wieder mehr wie wir. Sie sieht hier anscheinend eine Schuldunfähigkeit oder einen Geisteswahn bei Süleyman Atae aus Mannheim. Wie sie alleine darauf kommt, jetzt solch eine Formulierung zu treffen, das verhöhnt jeden Polizisten in diesem Land. Wenn er denn verurteilt wird. Frau Roth, Sie wissen schon, dass er aktuell wegen Mord und fünffachem versuchtem Mord per Haftbefehl in Untersuchungshaft sitzt. Wie man darauf kommen kann, wenn er denn verurteilt wird, sondern, also, nee, er wird verurteilt werden. Ausrufezeichen. Ganz einfach. Sehr, sehr lange Strafe. Und dann, nach der Verurteilung, muss gesehen werden, kann man ihn zurückführen und unter welchen Bedingungen kann man in welches Land abschieben? Nein, Frau Roth. Wir müssen da nicht so lange warten und nicht so lange hinschauen, wo wir denn so Leute abschieben. Ja, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, aber, das darf man mal nicht vergessen, über die Hälfte der Afghanen sind nicht anerkannte Flüchtlinge, sondern die werden hier geduldet. Und zum Thema Duldungen kommen wir gleich noch, denn die Sendung war voller kritischer Leute, aber den Finger in die Wunde gelegt hat hier nochmal Frau Maischberger, als sie Frau Katrin Göring-Eckardt zitiert hat mit »Wir bekommen Menschen geschenkt«. Also Katrin Göring-Eckardt 2015, wir kriegen Menschen geschenkt. Das ist wirklich phänomenal, oder? Also inzwischen wird selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen wach. Selbst Ricarda Lang hat bei Karin Mioska am Sonntag zugegeben, dass man die Debatte über Islamismus zu lange nicht geführt hat, aus Angst vor den Rechten, also aus Angst vor der AfD. Ich warte, bis sie sagen, die AfD ist schuld an Mannheim. Das kommt dann als nächstes. Aber hier gibt es mal jemanden, der in der Sendung Klartext redet. Wirklich Klartext. Ich finde, da addieren sich mehrere Fehler aufeinander und diese katastrophalen Ergebnisse sehen wir jetzt, haben wir in Brockstedt gesehen, mit Anis Amri am Breitscheidplatz, jetzt in Mannheim, gewissermaßen meine Heimat. Es wurde zu lange weggeschaut, welche Menschen ins Land kommen. Und wenn man dann festgestellt hat, bei einigen, die tun unserem Land nicht gut, die haben vielleicht sogar kein Recht hier zu sein, weil keine Asylgründe vorliegen, duldet man sie trotzdem. Auch abgelehnte Asylbewerber genießen den Schutz der Krankenversicherung beispielsweise. Der Sachsen-Anhaltische Ministerpräsident Rainer Haseloff sprach jetzt von der Sogwirkung des deutschen Sozialstaates, dass 50% des Bürgergeldes an Nicht-Deutsche ausgezahlt würden. Das sind doch eindeutig Effekte einer misslungenen Integration und Migrationspolitik, die man einmal angehen muss. Und ich verstehe schon, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, egal wo jemand herkommt, A, wenn er sowas begeht, muss er das Land verlassen. Und B, warum werden Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, weiterhin im Land geduldet? Wow, ich bin gespannt, ob derjenige jemals nochmal eingeladen wird in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Er hat ja hier also so viel Wahrheit in so wenig Zeit verpackt, das ist der Wahnsinn. Dem kann man nur zustimmen. Ja? Und auch der Großteil der Bevölkerung, wie er sagte, ist sich einig, dass die Leute abgeschoben gehören. Ob Frau Roth das auch gehört hat, naja, ich bin mir da nicht sicher, ob sie denn überhaupt versteht, was sie hört. Aber da gibt es eine Fehlstelle zwischen beiden Ohren, die mangelhaft gefüllt ist, um das mal so auszudrücken. Ihr wisst alle, was ich meine und ihr könnt auch alle lachen. Ich darf sie hier nur nicht öffentlich beleidigen, aber das habe ich gar nicht notwendig, denn die Intelligenztiefflieger der Grünen, wir könnten sie ja mal in die Ukraine schicken, da sind die Tiefflieger im Moment am meisten gebraucht, aber wir lassen die unnötigen Witze, in der Ukraine sterben täglich Menschen, das ist wirklich schade, das ist traurig und der Krieg muss beendet werden, aber unsere Etablierten haben gar kein Interesse daran, dass der Krieg aufhört. Es geht nämlich jetzt erst richtig los mit dem Krieg. Krieg in Europa, Krieg auf der ganzen Welt. Sie haben nämlich alle ihre Rüstungsprogramme hochgefahren, bis auf die Deutschen. Ich mache dazu mal ein extra Video, warum es wieder Krieg geben muss. Sie wollen es alle unbedingt und die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wir haben jetzt noch, manche sagen wenige Monate, ich sage wenige Jahre. Vor 2026 wird keiner in Russland einfallen. Allerdings ist die Zeit bis dahin äußerst knapp. Jetzt wird es in 1-2 Wochen die Meldung der Bundesregierung geben. Könnt ihr euch ja schon mal merken, wenn ihr sie dann lest, dass wir keine Bunker mehr bauen für unsere deutsche Bevölkerung, sondern jeder soll doch zu Hause seinen Keller ein bisschen aufpeppen, dass er dann einen Prepper-Keller hat. Finde ich besonders witzig, weil die Prepper ja eigentlich immer die Rechtsradikalen in diesem Land waren. Aber es gab hier nochmal Zustimmung bei Frau Maischberger.
von einer Frau in diesem Thema, was ja äußerst selten ist. Hört mal rein. Hat man Menschen hier reingelassen, ohne genau zu gucken, woher kommen die, passt das, können wir das hier überhaupt gesellschaftlich stemmen? Mhm. Absolut dabei. Eben auch die Frage, wenn jemand hier Straftaten begeht, dass man dann eben dann das sagt, dann verliert er eben auch den Schutzstatus und dann muss er auch abgeschoben werden. Dann muss er auch abgeschoben werden. Und ich bin gespannt, ob sie dieses Jahr es endlich auf die Reihe kriegen mit den Abschiebungen. Es mangelt an Frau Baerbock aktuell, die die Lagebewertung schreibt für das Auswärtige Amt. Habe ich ein Video gestern dazu gemacht. Frau Baerbock ist die einzige Person in der Bundesregierung, die aktuell diese Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan blockiert und verhindert. Sie kann es im Alleingang richten. An einem einzigen Tag könnten wir das möglich machen. Und die Bundeswehr, sie hat ja neue Flugzeuge. Wir könnten sicherlich, wenn wir heute von Frau Baerbock das Go kriegen, heute ist Mittwoch, sagen wir mal Freitag, ab Köln-Bahn mit dem Bundeswehr-Airbus einfach losfliegen. Ist doch kein Problem. Dann fliegen wir nach Islamabad, was gehen da rein? 250, 300 Leute in den großen A350 von Olaf Scholz. Dann sind die weg. Ganz einfach. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und inzwischen ist der Wille im Volk eindeutig. Der ist eindeutig. Wie gesagt, von SPD bis AfD sind sie sich alle einig. Und dass am Ende jetzt die Brandmauer in dieser Frage nicht nach vorne geholt wird, da sieht man mal, was für Angst die etablierten Politiker haben, wenn sie hier sich auf einmal dagegen positionieren. Frau Roth ist anscheinend masochistisch veranlagt. Sie sagt hier ernsthaft, nee Leute, den schieben wir jetzt erstmal nicht ab. Den stecken wir bei uns in ein Luxusgefängnis und wenn er dann seine Strafe abgesessen hat, wenn er denn überhaupt eine bekommt, dann schieben wir ihn vielleicht nach Afghanistan ab, aber nur vielleicht. Und das ist grüne Politik. Das wird sich auch nach Sonntag nicht ändern, nach der Europawahl. Deswegen schaut hin, was ihr da wählt. Ihr wählt nämlich teilweise Verbrecher, richtige Verbrecher. Resettlement-Programme, Aufnahmeprogramme, Ortskräfte werden nach 3 Jahren immer noch aufgenommen. Wer nach 3 Jahren Taliban-Herrschaft als Ortskraft in Afghanistan noch lebt, der hat doch keine Gefahr mehr zu befürchten vor der Taliban. Also dieses Schreckgespenst, die ganzen Ortskräfte werden jetzt gelünscht und aufgehangen von den Taliban, hätte ja in der Vergangenheit schon stattfinden müssen. Ich bin der Meinung, wir könnten das sofort beenden und dann könnten wir hier mal anfangen, ja, es ist ein böses Wort, aber die Remigration zu starten. Und zwar bei denen zu starten, die hier vollziehbar ausreisepflichtig sind. Das wäre nur Handeln nach Recht und Gesetz. Nichts anderes. Das hat nichts mit Populismus zu tun, sondern deutsche Gesetze muss man auch anwenden. Ja, dann hätten wir die Probleme gar nicht. Aber wenn der Wille fehlt in der Politik, dann ist auch Hopfen und Malz sowieso verloren. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich weiß, Frau Claudia Roth ist eine Hassfigur im Netz. Hat sie sich selbst zuzuschreiben, hätte sie besser mal was gelernt und einen normalen Beruf gemacht, dann wäre ihr das alles erspart geblieben. Am Anfang steht nämlich immer die freie Berufswahl. Damit sage ich ciao, bis bald. Schreib mir unbedingt einen Kommentar und denke daran, ich bin jetzt auch bei Telegram. YouTube möchte nicht immer jedes Video dir zeigen und deshalb kannst du auf Telegram sicher gehen, dass du keines meiner Videos verpasst. Die Benachrichtigungen bei Telegram werden aktuell noch nicht zensiert. Ciao.